Es ist wieder soweit. Österreich hat seine schönste Influencerin gekürt. Gemeint ist ein Mädchen, eine Dame, die in einem oder sogar in mehreren sozialen Netzwerken für Werbung und Vermarktung interessant ist. Sie weiß über aktuelle Trends Bescheid und hat Spaß daran, in Facebook, Instagram oder Snapchat darüber zu berichten. Die Miss Online muss nicht nur eine hochkarätige Jury von sich überzeugen, sondern 50% ihrer Wertung kommen aus dem Netz. Sie muss nämlich als Influencerin, als schönste Influencerin Österreichs, ihre potenzielle spätere Zielgruppe schon online von sich überzeugen. Die so gekürte Miss Online nimmt schließlich, wie die Missen aller neuen österreichischen Bundesländer, an der Wahl zur Miss Austria teil. Es sind zwei sehr starke Frauen. Wir haben einerseits ein Mädchen, das mit ihren Eltern einen ländlichen Betrieb führt, der sich auf Tiertherapien für eingeschränkte Menschen bzw. Menschen mit etwas größeren Herausforderungen im Lebensalltag fokussiert. Und eine weitere Teilnehmerin, die demonstrieren möchte, dass nicht nur äußerliche Werte, sondern auch innerliche Werte äußerlich transportierbar sind. Als fitnessaffiner Mensch ist mir Äußeres sehr wichtig und auch ein gesunder Lebensstil. Jedoch sind innere Werte und Ausstrahlung wichtiger. Und meine Mission ist es, jungen Mädchen zu vermitteln, dass sie alles sein können, was sie möchten. Uns wird ein striktes Schönheitsideal von den Medien vorgegeben und ich möchte den Mädchen da draußen sagen, dass jedes Mädel auf ihre eigene Art und Weise wunderschön ist. Und ja, Mädels, glaubt an euch. Die Medienlandschaft hat sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Diese Tatsache ist natürlich auch in der Schönheitsindustrie zu bemerken. Die Wahl zur Miss Online trägt diesen Entwicklungen Rechnung. Es wird extrem viel Wert auf den Online-Social-Impact der Mädchen gelegt. Die Leute wollen sehen, kann diese Person, dieses Model, diese Miss potenziell bei der Zielgruppe landen. Und der Erfolg ist garantiert.